Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Rock of Ages 2. Heute schon wieder gegen den legendären Herr Bergmann. Hallo. Hallöchen. Du hast trainiert, habe ich gehört. Ich habe trainiert. Ich habe den letzten, genau, viele Leute haben sich ja gefragt, warum war Bergmann jetzt schon wieder gefühlt ein Jahr lang weg? Ich habe tatsächlich einfach nur ein Jahr lang regelmäßig Rock of Ages gespielt, um dich heute schlagen zu können. Freue mich dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Und wie erklären Sie dann Ihre letzte Runde? Die Verbindung ist leider gerade ganz schlecht. Wie ist dann die letzte Runde entstanden? Ich müsste mich einmal kurz konzentrieren aufs Bauen. Vielleicht können Sie ja kurz... Gut, ich verstehe die Botschaft. Ich verstehe sie. Ich würde dich halt wahnsinnig gerne mal besiegen. Ich glaube auch, dass meine Taktik eigentlich die richtige ist, einfach immer dasselbe zu kaufen. Ich muss nur einfach ein bisschen... Denk bitte an die Banken. Genau, die Banken habe ich. Es steht und fällt einfach damit, wer quasi als allererstes losrollt. Das ist doch eigentlich das Wichtigste. Nein. Das ist doch Quatsch, Mann. Nee, also, es können mittendrin immer fette Unfälle passieren oder man wird doch mehr aufgehalten von den ganzen Obstacles des Gegners, sodass du dann hängst und der andere ultra aufholt. Guten Tag, ich bin's mal wieder, euer Lieblingsglatzkopf. Verzieh dich, die wollen dich alle nicht sehen. Buba, du stinkst! Was für ein Ekliger! Warum hassen mich hier alle? Heute stelle ich euch das Spiel Such Art vor, in dem ihr euch allerlei Farben schnappen und sogar mischen könnt, um eigene Gemälde zu erschaffen. Das macht ihr aber nicht in eurem kleinen Kämmerchen, sondern in einer Raumstation im All. Eure wunderschönen Bilder könnt ihr verkaufen und Geld scheffeln. Ihr habt sogar die Möglichkeit, Aufträge anzunehmen und gezielt das zu zeichnen, was von euch gewünscht ist. Der eine möchte vielleicht, dass seine Augen vor lauter knalliger Farben bluten und der andere ein recht schlichtes Stillleben. Schaut also wie immer gerne in die Videobeschreibung oder gebt den Link hier ein. Und vergesst dabei am besten auch nicht, meinen Creator-Code GLP einzugeben. Dankeschön. Und wenn ihr das Spiel ausprobiert, malt mich doch einfach mal. Hier. Oh, wunderschön, bitte. Das wird mich sehr freuen. Und dann schickt ihr mir das Bild per Twitter. Danke. Vielen Dank auch an Epic Games für die Kooperation. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Oh, was ist das für eine Strecke? Ja, ich habe halt immer noch Probleme, immer am Anfang zu checken, in welche Richtung ich eigentlich muss. Also in die Richtung, in die Pfeile zeigen auf der Markierung. Ja. Das ist von meiner Basis ausgehend, ne? Also du siehst die Strecke, die ich abfahre. Du bebaust meine Strecke. Und ich würde dir halt empfehlen, dann immer direkt zum Tor, also erstmal die Banken stellen und danach zum Tor zu gehen und da am Ende schön alles voll zu kleistern. Kannst du mir folgen? Ja. Ich wollte auch nur noch mal kurz... mich testen. Genau, testen. Weil natürlich habe ich nach 4 Runden das Spiel verstanden. Muss mir das mal jetzt nicht erklären. Als wäre ich wie so ein kleines Kind, das jetzt zum ersten Mal spielt. Was tut mir leid. Wie kann ich noch mal drehen? Ja, ist natürlich für mich als Linkshänder auch immer so ein bisschen Handicap. Darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Oft werden die Linkshänder so ein bisschen in unserer Gesellschaft vernachlässigt. Und unterdrückt. Brutal unterdrückt. Deswegen möchte ich hier auch so ein bisschen so mal eine Kerbe einschlagen und sagen, alle Linkshänder dieser Welt, die aber auch mit der Maus auf links spielen, ich fühle euch. Kleine Empfehlung von mir, statt WASD, PLÖ und Ä. PLÖ. Ja, okay. Ich habe alles verkackt. Ich fange jetzt erst quasi an. Das finde ich gut. Why not? Du hast mir ja den Tipp gegeben, immer einzeln die Türme zu bauen in der letzten Folge. Ja. Und ich möchte dir einfach mal glauben, ja, das, bei mir siehst du es nie so. Ich kann losfahren, du Lappen. Ja. Ich bin gleich bei dir, ne? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Strecke wieder? Ich vergesse die doch, ey. Mann, ich kenne die nicht. Ist aber auch sehr lange, ja. Hey, Moment mal. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich bin schon runtergefahren. Na, links. Du hast schon verloren, ja. Okay. Oh, kann man das schaffen? Bitte bremst, bitte! Oh. Muss ich hier? Ich muss am Anfang schon rüberspringen. Ah, ne? Wo bin ich? Ja, rüber, genau. Ich bin auch runtergeplumpt. Ja. Oh, Manometer. Da kann man eine fette Abkürzung nehmen, aber ich bin zu blöd. Das ist ein bisschen wie Rainbow Road hier damals bei Mario. Weißt du, wo man am Anfang auch mal gedacht hat, komm, ich nehme mal richtig schön die Abkürzung? Ja. Das denke ich mir aber gefühlt bei jeder zweiten Map. Oh ja, bei Wario war das immer nice. Bei Wario Stadium, nein! Alter! Ja, da fällt dir die ganze Zeit runter, der Lappen! Wieso, was soll denn das? Was denn? Du bist so ein richtig ekelhafter Gewinner. Oh, da kann man komplett deine Sachen skippen, das ist ja nett. Oh, ja, ich skipp gleich mal dein Leben, Alter. Mach mal bitte.
Nein, deine scheiß Bank war im Weg. Oh ja, 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 ja. 211 Schaden. Du kleines Stück. Sind das nur Banken von dir hier? Ich glaub schon, oder? Ja. Deine eigenen kannst du nicht zerstören. Bist du denn? Ach da. Weg damit, Alter. Erstmal beiseite, Geringverdiener. Okay, so, da bist du. Was soll das denn? Was ist denn hier? Ich mach erstmal alles weg hier, weg mit euch ekelhaften Leuten. Und jetzt. Ah, nee, warum macht er denn oh, das? Oh ja, nicht? Wie schön! Ist das schön! Komm her! Du ekelhafter, du! Und jetzt! Pfiuch! Nochmal weggeblitzt! Ja, das tut dir weh, ne? Das tut dir weh, oder? Die Kühe liebe. Und hier brenne ich einfach durch. Ha, ja! Schieß ihn an, bring ihn um! Töte ihn! Komm, komm, komm! Und jetzt volle Kanne rein. Oh nein, rein! Oh Gott. Wie viel Schaden? 500.000 Schaden. 500.000 Millionen? Ja, ich war auch ein bisschen erschrocken. Hast du auf dem Weg von mir Dinge kaputt gemacht? Nee, ne? Deine Mauern, die konnte ich alle komplett skippen. Das fand ich sehr nett. Ja, das ist natürlich. Wieso konntest du das skippen, weil du einmal so frech rübergesprungen bist? Genau. Die hast du viel zu. Also die Position war einfach dumm, ne? Muss man dazu sagen. Wieso? Dumm ist nur der Dummes tut. Ja, das war ja dumm. Ja, stimmt. Du kleiner Frechdachs, du. Ja, das finde ich ganz schön. Ich mag es so sehr. Wirklich. Ich habe ja schon mit einigen Menschen in meinem Leben aufgenommen, aber es gibt niemanden, den ich so gerne ärgere wie dich. Und ich weiß nicht, warum. Das also ist, glaube ich, einfach... Hass, ne? Ehrlich sagen, ist auch einfach eine unterdrückte Liebe. Das ist, was sie liebt, das neckt sich. Achso. So hätte ich es jetzt nicht interpretiert, aber okay. Ich habe deine Bank gerade zerstört, ne? Die würde ich mal wieder neu aufbauen. Das ist ganz lieb von dir. Oh, was baust du denn da? Ja, danke. Halt so. Da ist mir alles egal. Wo hast du denn hingeschossen? Okay. Kannst du lachen wie so ein Frechter. Aua. Und jetzt guck, alles geskippt. Danke. Ja. Oh ja. Oh, oh ja, ja. Aber ja, den kriegst du schön mit. Nein, den krieg ich schon mit. Ja, aber jetzt ist ja egal. Und aber ich bin da und zack. Ja. 200 ja, ja. Schaden. Ich hab keine. Bist du wieder runtergeplumpst? Oh ja, da ist er unten. Da ist er im Dreck. Wohin gehört? Also, ich muss auch ganz ehrlich, Manu, weißt du, du hast das Spiel 37.000 Mal schon gespielt. Nee, hab ich nicht. Für mich als Anfänger, der hier gerade gefühlt seine dritte Runde spielt, mir direkt hier so eine ekelhafte Map irgendwie vor den Latz zu knallen, finde ich eine absolute Unverschämtheit. Ich bin auch dafür, dass die Zuschauer dich das ordentlich wissen lassen in den Kommentaren. Eine absolute genauso Frechheit. Genauso wie ich mich wissen lassen, ja, was? Dass mit der Zündschnur bei meinem Lieblingsball der Bombe, ja. Das ist immer, wenn ich über die Zündschnur fahre, dann wird quasi. Der gefährliche Modus aktiviert. Das heißt, wenn ich sie eigentlich so ein bisschen drehen würde, dass ich nicht andauernd über die Zündschnur fahre, dann wäre das auch ein bisschen entspannter. Ach so. Natürlich, nee, ja, ich bin zu blöd dafür. Ja, das und sie explodiert immer am Tor. Man muss das nicht timen. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass dich alle vermisst haben. Oh, Bergmann. Tschüss. Das ist aber unangenehm. Du wolltest gerade was Nettes sagen. Ich mich drüber nee, gefreut. Nee, hast du jetzt gerade unterbrochen, unseren tollen Moment. Ich schieß dich mal tot, ne? Oh, ach, ich hab dich auch wirklich vermisst, Mann. Ich hab natürlich auch deine Zuschauer vermisst. Deswegen liebe Grüße zurück. Und, willst du nochmal runterfallen? Oh, schade. Nein, und verdammt, Axt! Der geht da, du! Flieg! What? Wie hast du das Ding immer erhackt? Das geht? Du hast ja alles geskippt! Flieg! Du kleine Made! Nein! Oh! Was war das denn? Oh! Das wirst du bereuen. Ich roll jetzt los, dann bist du schon tot, ne? Das weißt du? Ja, ich weiß. Das ist leider immer, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ja, ja. Oh! Der war aber ein ganz mächtiger Schlag in mein Gesicht. Wunderschön. Was jetzt von dem hier? Ja, der war gut, ja. Aber. Gut, ne? Wohin geh ich? Tschüss! Schüss, du bist immer losgeholt. Was willst wieder du von ein mir? Schuss in dem Ofen. Ein Schuss in dem Ofen. Also mal, ich bin neu in Deutschland. Ja, ich weiß. Ich kann dir das beibringen. So. Ja, mach ruhig. Das wirst du da. Oh, okay. Was spiele ich mir zusammen? Er kann jetzt wirklich gewinnen. Aber vielleicht war es doch Absicht. Gewinnen. Du hast schon so einen abgestörten Vorsprung, du Banause, du Lügen. Manu, Alter. Oh, 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 aua! Aua, das Tier! Es bringt mich um! Hallo, weg mit dir, du Drecksvieh! Die sind so unfair, ne? Die sind wirklich so unfair. Ich stell die jetzt auch nur noch. Nein! Tschüss! Und jetzt, rein! Ja! Nein. Da bist du, du kleiner einohriger Typ! Ah, da bin ich fast reingefahren. Aber vorher bring ich alles um und jetzt einfach direkt rein!
Ja, Glückwunsch, Manu. Achso, ja, okay. Ian, wir hatten ganz kurz Verbindungsabbrüche gerade. Ich freue mich natürlich sehr für dich. Auf deiner Leiche. Und ja. Ja. Ja, wie werden Verbindungsabbrüche? Ist das jetzt wieder eine nächste Ausrede oder was? Oh nein, wir haben schon wieder ein Disconnect, Leute. Es tut mir so leid. Ja, ganz komisch gerade. So, machen wir uns in Runde 2? Ja, genau. Das gerade im Zählt eigentlich nicht, weil er hat einen Lag. Nein, du hast es wesentlich besser gespielt als ich. Mann, der Sieg absolut auf deiner Seite. Ich würde mich ja nur ein bisschen freuen, wenn du es nicht immer so mega genießen würdest, mich halt Platz zu machen, sondern vielleicht auch mal einfach ein bisschen sagst so. Gut gespielt, gut Herr gespielt, Bergmann. Genau, gut gespielt. Danke gut für dieses ebenbürtige Match. Und ja. Aber Schuster, bleibt bei den Leisten. Ich mache wieder genau dieselbe. Das ist mein Erfolgsteam hier. Das ist mein Erfolgsteam. Ja, du warst jetzt auch bei weitem näher am Sieg als davor, muss man ja sagen, ne? Also es war schon echt eine gute Runde. Meister. Also, du weißt doch, Übung macht den Meister, ganz klare Sache. Runde 2. Ich bin gespannt, heiß. Ja. Ach, du dickes Ei. Was aber wird er diesmal tun? Ja, genau. Und da kann man auch nicht dran vorbei. Was ist da? Oh mein Gott, ist das geil. Das würde ich komplett vernichten, was ich jetzt hier baue. Das würde ich kretzen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Was mache ich jetzt? Kannst du mir ein bisschen was schenken? Ich kann dir Geld schenken, ja. Ah, die Banken vergesse ich am Anfang immer. Ach, ja. Das würde ich dir ganz dringend raten, mein Junge. Danke für den Tipp, Papi. Ich bin komplett pleite, Manu. Ich bin was komplett pleite. Hier was hin. Ja, gut. Ich roll jetzt gleich aber los und wein. Wieso ist es. Warum? Weil du einfach Kugeln hast, die schneller fertig werden. Das ist es, ne? Ich habe den Feuerball. Der ist gar nicht so schnell fertig. Kann ich eigentlich auch mehr. Ich kann mehrere Bankenabbaudinger bei Ressourcen machen, ne? Also, oder? Ich würde pro Mine eine Bank hinstellen. Ach so, okay. Ich dachte jetzt vielleicht, sonst hätten auch zwei Sinn gemacht. Naja, es gibt Maps, da gibt es irgendwie nur zwei Minen. Also, das macht schon Sinn. Und ich bin unterwegs. Mhm. Du auch? Schön. Ja. Ah ja. Ach, guck mal, den Feuerball. Das ist aber frech. Was ist das? Frech ist das. Erstmal direkt zerstört. Die hat mich nicht einmal angeschossen. Das gefällt mir sehr. Ja, da bin ich schon durch. Du bei mir auch. Ja. Das freut mich. Dann rolle ich mal in dein Tor rein, ne? Und wow! 237. Wo bist du denn? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier lang muss, Alter. Immer 237? Immer dem Wind entlang. Hey, oh, ja, Manu, du verdammt. Weißt, dass du auch manche Sachen halt nicht machen darfst. Oh ja, ja. Okay. Und? 230 möchte ich, dass du das weißt. Dass ich dir 230 Schaden gemacht habe. Was? Ich hab dich doch gerade gebremst. Ja, aber ich bin einfach zu strong. Ich bin einfach zu strong. Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Kühe sind halt wirklich, da hast du wieder ganz gut, eine ganz gute Entscheidung getroffen, denke ich dir. Dankeschön, Dankeschön, ja. Ich werde dich damit jetzt auch schön weiter nerven und bremsen, bis du keine Lust mehr hast. Nerven kannst du mich gar nicht, weil für mich halt das hier mit dir jetzt gemeinsam zu spielen, halt schon wirklich so eine Freude und so ein Spaß ist. Echt? Dass mir hier nichts wirklich gerade irgendwas vermiesen kann, ja. Für dich nicht? Nee, ich mach das nur fürs Geld jetzt. Ach so, okay. Ja, weil du bezahlst mich ja, ne? Das stimmt. Oder nicht? Dafür, dass du mich mal wieder in das Gedächtnis der Leute rufst. Liebe Grüße. Ja, hallo. An dieser Stelle, ich bin Herr Bergmann. Ich habe einen YouTube-Kanal, Herr Bergmann, auf dem ich diverse Videos hochlade. Schaut doch gerne mal vorbei. Du lädst Sachen hoch. Da habe ich aber nichts von mitbekommen. Also. Das stimmt allerdings. Und jetzt hier rein! Ah, da hat er eine Kanone, eine kleine dreckige. Was bist du denn für einer? Da schön jetzt. Oh ja, da gehe ich schön rein. Oh ja. Ey, kleiner. Hallo. Ah, ich finde das schon alles sehr eigenartig, dass du immer. Wie komme ich denn da dran? Hallo? Jetzt will ich eigentlich. Ich krieg deine Kanone da oben nicht weg. Die hat mich jetzt komplett gebremst, ja, egal. Oh, deine geilen Tierchen, Alter. Ja. Und jetzt ist dein Löwe wieder bei mir. Warum denn so wenig Schaden? Hallöchen. Na. Geile was Löcher. Was hast du denn da? Ja, nochmal getroffen, geil. Schön. Ah, komm, oh ja, du bist so richtig langsam und die Kuh. Ah, ist das bitter. Ja, ist das bitter. Ach, zu sehr, Mann, ey, sag doch einfach mal, ey, bist trotzdem weit gekommen, Birgi. Gut gemacht. Hä? Es ist bitter für mich, meinte ich. Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment.
Du hättest doch jetzt nie durch meine Mauer kommen können, aber du hast ultra den Schaden gemacht. Das hat mich richtig impressed. Naja. Also, was willst du denn jetzt von mir, du kleiner? Haben jetzt die Luftballons und Luftschiffe überhaupt irgendwas bewirkt bei dir? Dieses Schiff hat mich gefühlt eine Stunde aufgehalten, weil ich das kaputt machen wollte. Aha. C. Ich bin unterwegs. Ich schaff das. Ich mach das. Und ihr lasst auch das Schiff einfach in Ruhe. Aua. Ey, aua. Ich dachte, wir sind Freunde. Nein! Warum denn genau in dein Scheißding? Rette mich vor dem Kackvieh. Geh doch weg. Bitte. Oh, danke. Es ist weg. Schön an dein... Aua. Turm vorbei. Das war nice. Und ich bin... drin! Ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen, dass du... Ja, genau. Er fliegt oben drüber. Alles klar. Alles klar. Aber warum brauche ich denn trotzdem hier in den Boden reingedrückt? Wegen den Tieren. Die stampfen und dann bist du im Boden. Ja, komm, lass mich zumindest deinen Tor mal aufbrechen. Ja, okay. Guck mal, wie ich hier einfach durchgenudelt bin, Alter. Ja. Und jetzt schnell rein! Schnell und hier! Und dann tanze ich wieder auf deiner Leiche! Irgendwelche letzten Worte noch? Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, Leute, guckt in die Beschreibung, da ist der Bergmann verlinkt. Da wird es demnächst einfach richtig krasse Videos geben. Bis Daniel, euer Schmanuel. Tschüss, bis dann. Tschüss.